Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Renz, ich verstehe Ihre Aufregung in Anbetracht dieses Tagesordnungspunktes. Denn wenn man sich die Entwicklung des Schulnetzes in den letzten 10 Jahren ansieht, dann bleibt eigentlich nur ein Fazit. Die Schulwege werden immer länger, die Zahl der Schulen nimmt kontinuierlich ab und die Schülerzahlen an den verbleibenden Schulen steigen immer weiter. Diese Entwicklung kann nach Überzeugung der Grünen-Fraktion so nicht weitergehen. Deshalb schlagen wir Ihnen hier heute eine Reihe von Maßnahmen vor. Dazu gehören die Senkung der Schülermindestzahlen zum Erhalt von Schulstandorten, die Optimierung des Schülerverkehrs, die Überarbeitung von Schuleinzugsbereichen, das Recht auf kostenlose Beförderung zur jeweils nächstgelegenen Schule, Landkreis, übergreifende Kooperationen und einiges mehr, denn wir sind der Ansicht, das Land kann sich vor diesem Problem nicht länger wegducken. Meine Damen und Herren, seit Jahren steigen die Schülerzahlen in Mecklenburg-Vorpommern wieder. Heute sind an den staatlichen allgemeinbildenden Schulen genauso viele Schüler, wie sie es damals im Jahr 2007 waren. Allerdings wurden seit dem Jahr 2007 50 Schulstandorte geschlossen. In den letzten 10 Jahren, das ist ungefähr Ihre Überlebensdauer oder die Überlebensdauer der Großen Koalition hier im Parlament, wurden alleine 120 öffentliche Schulen geschlossen. Wenn also weniger Schulen für die gleiche Anzahl von Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen, bedeutet das eindeutig, die Schulwege werden länger und die Schulen werden größer. Und genauso ist es auch. Eine Grundschule hat heute 30% mehr Schülerinnen und Schüler, als es noch vor 10 Jahren der Fall war. Das sind nicht etwa unsere Zahlen, sondern das sind Angaben der Landesregierung auf eine kleine Anfrage von uns. Und das gilt auch nicht nur in den großen Städten. Im Gegenteil, im ländlichen Raum sind die Schulen sogar noch größer geworden, weil dort auch mehr ausgedünnt wurde. Hier fand ein Konzentrationsprozess statt auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler, der immer noch anhält. Und diesen Prozess wollen wir Grüne stoppen. Darum schlagen wir vor, die Mindestschülerzahlen für den Erhalt von Schulen zu senken, denn Mecklenburg-Vorpommern gehört zu den Bundesländern mit den höchsten Hürden für den Erhalt einer Schule. Man könnte ja meinen, in einem dünn besiedelten Land wie dem unseren wären die Schülermindestzahlen für eine Schule vergleichsweise niedrig. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Selbst Bundesländer mit einer viel höheren Bevölkerungsdichte haben kleinere Schulen und erlauben kleinere Schulen, als es Mecklenburg-Vorpommern der Fall ist. In Mecklenburg-Vorpommern muss eine Grundschule, so sie weitergeführt werden soll, mindestens 20 Schülerinnen und Schüler haben. 20. In Hessen sind es 13 Schülerinnen und Schüler, in Sachsen-Anhalt 15, in Baden-Württemberg 16, in Sachsen 15, in Brandenburg 15, in Bayern 15. Und Niedersachsen hat gar keine Mindestzahl, empfiehlt aber in den ländlichen Regionen Eingangsklassen von 8 bis 14 Schülern. Nochmal zur Erinnerung, in Mecklenburg-Vorpommern sind es 20. Kurzum, ausgerechnet das am dünnsten besiedelte Bundesland hat besonders hohe Schülermindestzahlen. Das ist ganz einfach Sparpolitik und den Preis dafür zahlen nicht wir, den zahlen die Schülerinnen und Schüler jeden Tag, wenn sie 1 bis 2 Stunden zu ihrer Schule fahren. Herr Renz, die Landesregierung hat das seit 25 Jahren nicht festgestellt, dass das der Fall ist. 25 Jahre lang hat die Landesregierung einen Lenz gemacht und ist nicht annähernd darauf gekommen, mal zu untersuchen, welche Folgen die Schulschließungen in diesem Bundesland für die Schülerinnen und Schüler haben. Denn eins haben doch die letzten 25 Jahre gezeigt. Ist eine Schule einmal geschlossen, kommt sie nie wieder. Eher platzen die anderen Schulen aus allen Nähten und es werden eilig Erweiterungsbauten errichtet, als dass eine Schule wieder eröffnet wird. Wir werden in einigen Jahren 15.000 Schülerinnen und Schüler mehr an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen haben als im Jahr 2009. Das sind eigene Prognosen der Landesregierung und die Flüchtlingszahlen vom letzten Jahr sind noch nicht berücksichtigt. Entstehen für diese 15.000 zusätzlichen Schülern aber auch neue Schulen im Land? Die durchschnittliche Schulgröße liegt bei rund 230 Schülerinnen und Schülern. Das wären also theoretisch 65 neue Schulen. Das passiert natürlich nicht. Wenn die Zahlen sinken, werden Schulen geschlossen. Steigen die Schülerzahlen, bedeutet es aber noch lange nicht, dass auch Schulen neu oder wieder gegründet werden. Wir halten es da deshalb für sinnvoll, dass genau in den Regionen geguckt wird, wo wohnen die Schülerinnen und Schüler und wo ist es sinnvoll, Schulen neu zu gründen. Zurzeit passiert aber genau das Gegenteil.
Auch in dieser Wahlperiode, Herr Renz, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, mussten Schulen um ihre Existenz kämpfen, weil ihnen vielleicht 2 oder 3 Schülerinnen und Schüler gefehlt haben, um genau diese Mindestschüleranzahl zu erreichen. Eine Schule, Sie erinnern sich, wir waren dort gemeinsam, ist die Schule Krakow am See, konnte in letzter Sekunde gerettet werden, weil den Akteuren vor Ort der Nachweis gelang, dass bei einer Schulschließung Wegezeiten von mehr als 60 Minuten pro Strecke entstehen würden. Wegen 2 oder 3 fehlenden Schüler hätten alle anderen Schüler 2x55 Minuten über das Land gefahren werden müssen, um eine Schule zu besuchen. Und die Schule, zu der sie dann gemusst hätten, hätte vor Raumproblemen gestanden, weil sie gar nicht weiß, wie sie die vielen neuen Schüler aufnehmen soll. Das kommt aber heraus, wenn sich das Land durch hohe Mindestzahlen in die Schulnetzplanung einmischt. Das ist weder im Sinne der Schüler, noch der Kommunen, noch der Eltern. Die einzigen, die davon profitieren, sind die Busunternehmen, Herr Butzki. Die Eltern hätten übrigens keine Chance gehabt, diese Schulschließung wegen überlanger Schulwege zu verhindern, denn die Höchstgrenzen sind nur eine Fußnote in einer Verordnung und eben nicht gesetzlich geregelt. Das heißt, Schülerinnen und Schüler und Eltern können ihre zumutbare Schulweglänge nicht einklagen. Schon die Höchstgrenzen für die Wegezeiten sind bedenklich. Das Land hält es für zumutbar, dass Schüler in der Grundschule fast 1,5 Stunden am Tag im Schulbus unterwegs sind, also 6-, 7- und 8-jährige Kinder. Und ab Klasse 5 sollen sogar bis zu 2 Stunden am Tag zumutbar sein. Es gibt natürlich immer einige abgelegene Orte, sodass längere Schulwege auftreten können. Das Problem in Mecklenburg-Vorpommern ist jedoch, diese Höchstgrenzen werden immer mehr zum Normalfall. Und das haben auch die von uns in Auftrag gegebenen Studien erwiesen. Und dass die Maximalgrenzen in vielen Fällen sogar überschritten werden, wissen auch die meisten im Land. Da kann der Minister die von uns in Auftrag gegebenen Studien noch so vehement zerreißen. Die Höchstgrenzen von 2 Stunden pro Tag werden häufig nicht eingehalten. Das sagen Schülerinnen und Schüler, das sagen Eltern. Und das sagt vor allem auch der aktuelle Bericht des Bürgerbeauftragten. In einer der Studien werden Schüler von 5 Gymnasialstandorten in Vorpommern befragt, und zwar alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7, 10 und 12. 50% von ihnen gaben an, zwischen 5 und 6 Uhr aufstehen zu müssen, manche sogar zwischen 4 und 5 Uhr. Und ich glaube, Sie wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer es Jugendlichen fällt, zu dieser frühen Tageszeit aufstehen zu können. Manche Schüler verzeichneten Wegezeiten von 4 Stunden am Tag. Schon 1/5 der befragten Siebenklässler kommt im Unterricht mit Unterricht, Lernen und Schulwegezeit auf eine 50-Stunden-Woche und mehr. Ein hoher Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler empfindet die Situation als belastend oder sogar sehr belastend. Am Gymnasium Bergen, der Schule mit den längsten Anfahrtswegen, gaben über 70% der befragten Lehrkräfte an, dass sie einen Zusammenhang zwischen der Wegelänge und der Konzentrationsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler bemerkten. Den Jugendlichen fehlt die Zeit zur Regeneration, sie schlafen im Durchschnitt weniger, es fehlt Zeit für Familie, Zeit für Sport und es fehlt Zeit für Ehrenamt. Deswegen müssen wir alle Maßnahmen ergreifen und Ansätze entwickeln, die diese schwierigen Situationen mit einem verhältnismäßigen Kostenaufwand verbessern. Die Senkung der Schülermindestzahlen auf Bundesniveau ist aus unserer Sicht verhältnismäßig. Und es gibt eine Reihe weiterer Möglichkeiten, hier schnell Verbesserungen zu erreichen. Zum Beispiel wäre es ein leichtes und ohne große Zusatzkosten machbar, die kostenlose Beförderung zur nächstgelegenen Schule zu gewährleisten. Denn in Mecklenburg-Vorpommern sind die örtlich zuständigen Schulen zum Teil eben nicht die nächstgelegenen. Es gibt Fälle, da müssen Schüler 70 Minuten bis zu ihrer örtlich zuständigen Schule fahren, obwohl die nächste Schule nur 20 Minuten entfernt ist. Die lange Fahrt ist kostenlos. Die monatlich anfallenden 70 Euro für die nächstgelegene Schule, die müssen jedoch die Eltern übernehmen. Das versteht kein Mensch. Und solche Beispiele gibt es viele, insbesondere an den alten und auch an den immer noch aktuellen Kreisgrenzen. Es darf nicht sein, dass Schülerinnen und Schüler sinnlos durch das Land kutschiert werden, weil es keine kreisübergreifenden Kooperationen im Schülerverkehr gibt und weil das Schulgesetz solche Kooperationen auch noch untergräbt. Jeder Schüler muss das Recht haben, die nächstgelegene Schule zu besuchen, ohne die Fahrtkosten bezahlen zu müssen. Damit wäre schon vielen im Land geholfen.
Sie sehen, es gibt viele bezahlbare Möglichkeiten, zu deutlichen Verkürzungen der Schulwege zu kommen und vor allem die stetige Verlängerung der Wege zu stoppen. Erhalt der Schulstandorte, Senkung der Mindestschülerzahlen auf das Bundesniveau, Überarbeitung der Schuleinzugsbereiche, kostenlose Beförderung zur nächstgelegenen Schule, mehr kreisübergreifende Kooperation, bessere Fahrrad- und Fußwege und Optimierungen im Schülerverkehr. Schulwege von 2 Stunden und mehr pro Tag im ländlichen Raum dürfen nicht der Normalfall in Mecklenburg-Vorpommern sein. Herr Renz, hätten Sie den Bericht des Bürgerbeauftragten aufmerksam gelesen, wäre Ihnen aufgefallen, dass es gerade an der Sicherheit der Schulwege im Bereich der Fuß- und Fahrradwege mangelt. Dazu gab es einige Petitionen. Vielen Dank, Herr Renz. Ich bin gespannt auf Ihren Redebeitrag.